Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit der nächsten Anime-Season-Vorschau für die Sommersaison 2021. Und ja, dieses Video, diese Season-Vorschau kommt ein bisschen verspätet, weil ich um den 1. Juli rum, also um den Wechsel der Season, wenn man so möchte, ja, am 1. Juli meine zweite Impfung bekommen habe und dafür ein paar Tage in der Heimat war, bei meinem Hausarzt, wenn man so möchte, oder meiner Hausärztin. Und habe im Vorfeld hart an meinem Übersetzungsauftrag gearbeitet, vorgearbeitet, damit ich für einen Fall von Nebenwirkungen, dass ich ausfalle, schon genug in der Hinterhand habe. Und deswegen blieb da nicht die Zeit, noch das Season-Vorschau-Video aufzunehmen. Und auch jetzt bin ich immer noch ein bisschen dadurch, dass ich es aufgeschoben habe, unter Zeitdruck. Deswegen an dem Tag, wo ich das hier eigentlich aufnehme, 14.07 Uhr haben wir es jetzt gerade, wo ich hier beginne, dem Mittwoch, den 7.07., soll es eigentlich noch am heutigen Mittwoch auch kommen. Deswegen, werde ich versuchen, ich sag das wahrscheinlich jedes Mal, aber diesmal mache ich tatsächlich eine andere Herangehensweise, mit der es vielleicht klappt. Versuche ich das Video ein bisschen kürzer zu halten. Normalerweise mache ich es ja immer so, ich benutze hier wie immer anichart.net mit der Sommersaison 2021. Schaue mir ja die Beschreibung und die Trailer an und gebe dann so ein kurzes Fazit, eine kurze Ersteinschätzung, Ersteindruck, den mir Beschreibung, das Poster, der Trailer und das Studio und die Genre-Tags und so weiter geben, was wir hier bei der Übersicht auf anichart.net sehen. Und am Ende des Videos werde ich auch wieder so meine vermeintlichen Top 10 nennen, die ich wohl am ehesten gucken werde oder die mich am ehesten gereizt haben, so grobe Top 10. Normalerweise habe ich es immer gemacht, die letzten Male, dass ich dann hier auch den Handlungstext und so weiter vorgelesen oder ins Deutsche übersetzt habe. Das werde ich dann mal für das heutige Video aus Zeitgründen tatsächlich nicht machen. Ich werde für mich still, wenn ich zu einer neuen Serie wechsle, still für mich die Beschreibung lesen, den Trailer anschauen und danach dann erst wieder reinschneiden und dann mein kurzes Statement zu der Serie, zu dem Anime abgeben und so weiter, in der Hoffnung, dass es dadurch ein bisschen schneller geht, weil die meiste Zeit verliere ich, glaube ich, immer durch das Vorlesen und so weiter der entsprechenden Beschreibungen hier, der Story-Beschreibungen. Deswegen die Herangehensweise heute, in der Hoffnung, dass das Video damit vielleicht mal nur so eine Stunde geht. Mal gucken, ob ich das schaffen werde. Ich glaube, ich habe gezählt, irgendwie 36, 37 Anime sind es, glaube ich, die Season. Nicht ganz 40, also ein bisschen weniger als so einige der Standard-Seasons in den letzten Jahren, die ja oftmals zwischen 40 und 50 hatten, abgesehen vom Corona-Jahr, wo ja einiges ausgefallen ist und wir mal eine Season mit, glaube ich, nur 20 oder sowas hatten. Aber gut, damit lange Rede, kurzer Sinn, genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir steigen hier sofort rein. Hier ist eine, die zweite Season von Hyakuman no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru. I'm standing on the life of 100 men oder irgendwie sowas. Habe ich die erste Staffel nicht gesehen, daher die zweite fällt für mich damit automatisch raus. So, hier lese ich mir mal Beschreibung und so weiter durch. Meld mich gleich wieder mit meinem Eindruck zu dieser Serie hier. Okay, ein Anime, der vom Konzept her erstmal stark an Re:Life erinnert, was ja so eine Art, ja, Sci-Fi-Ding war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Re:Life gehandelt worden ist, mit dem 10 Jahre verjüngern und dann nochmal sein Oberschulleben im dritten Jahrgang oder so nochmal wieder erleben. Da gab es ja auch schon sowas hier. Also auch jemand, der nicht in eine Isekai transferiert wird, sondern ein, ja, im Leben, mehr oder weniger im Berufsleben, kurz vorm Scheitern stehender, vorm Bankrott stehender, Mann, der 10 Jahre zurückgeworfen wird und so rückblickend seine Lebensentscheidungen, welchen Pfad er eingeschlagen hat, bereut und vielleicht doch lieber in die Kunstschule gegangen wäre oder irgendwie sowas. Und ja, ich glaube, das ist auch, denke ich mal, wieder ein Anime, der sich gerade so an Zielgruppe auch durchaus meine Generation oder vielleicht ein bisschen jünger, die jetzt in den 20ern sich befindlichen, richtet, die eben noch den Weg im Leben suchen. Also ein Anime, der wieder so ein bisschen das Coming of Age behandelt, also welchen Pfad im Leben soll man überhaupt einschlagen, was, wenn man an den wichtigen Entscheidungen des Lebens irgendwo falsch abgebogen ist. Das ist Book Tachino Remake, also ja, unser Remake des Lebens, wenn man so möchte. Für sowas, solche Stories bin ich auf jeden Fall immer zu haben, die so ein bisschen Melancholie versprühen und so ein bisschen, weil welcher Mensch hängt nicht dann und wann mal ganz unwillkürlich an irgendeinem Tag, wo eigentlich nichts passiert, was irgendwie damit zu tun hat, aber wo man so zurückdenkt, von wegen,
Ach, hätte ich das damals nur anders gemacht, hätte ich mich damals besser vorbereitet, da hätte ich die Entscheidung nicht getroffen und so weiter und so fort. Und das hier ist dann sozusagen das mit der Option, 10 Jahre zurückzureisen und dann eine lebenswichtige Entscheidung anders zu tätigen, ja, als Anime umgesetzt. Ursprünglich eine Light Novel von Studio Feel, die zuletzt auch na, die zweite und dritte Staffel von Odogairu gemacht haben. Also, Ono no Love Kame wa Machigatteru, Ono no Seishin Love Kame wa Machigatteru. Deswegen, ich glaube, das wurde auch sogar angesprochen als Referenz in dem Trailer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Deswegen, da habe ich eigentlich Vertrauen in Studio Feel, dass sie so ein Slice of Life mit so einer Thematik gut hinbekommen. Trailer sieht auch gut aus. Deswegen, ja, das ist definitiv etwas, worauf ich mich freue und wo ich, denke ich mal, reinschauen werde. Bokutachi no Remake. Und mir springen hier auch diverse Dinge im Poster definitiv in die Augen, die im Trailer gar nicht so hervorstechend waren, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auf jeden Fall für eine gewisse Ästhetik sorgen hier. Okay, was haben wir denn hier als nächstes? Hier wieder ein kurzer Schnitt. So, da kam nach dem Trailer auch direkt noch die Post an. Ja, Tsushi no Slow Life Isekai ni Tsukuro Drugstore. Ja, eine Isekai-Geschichte über jemanden, der sich auch wie ein Sklave in der aktuellen Arbeitswelt gefühlt hat und dann plötzlich sich in der Isekai wiederfindet und zwei Fähigkeiten hat, die ihn dort dann, ja, nicht fähigkeitentechnisch oder stärketechnisch overpowern, aber von dem, was er dann verdienen kann und so weiter in der Welt. Klingt so ein bisschen wie, ich habe 200 Jahre hier Slimes gekillt und will dann ein ruhiges Leben führen. So ein bisschen in die Richtung scheint das hier zu gehen. Trailer sieht absolut 0815 aus, nach den typischen Tropes, recht langweilige, over the top irgendwie Charaktere, sehen auch nicht wirklich hübsch aus, finde ich, die Figuren, die da auftauchen. Deswegen, ja, irgendwann ist auch mal gut mit Kopien der Kopien der Kopien der Kopien. Deswegen, ja, darauf werde ich wahrscheinlich verzichten. So, dann schauen wir mal, was das hier ist. Wieder der nächste kleine Schnitt. Weiß ich nicht wirklich, was mit anzufangen. Eigentlich ein ganz interessanter Trailer, der mit Real-Life-Aufnahmen beginnt und endet. Wahrscheinlich wegen dem recht realen Setting in Shibuya oder irgendwie sowas. Aber dann kommen irgendwie so Fantasy-Sci-Fi-Sachen mit hinzu, Action, Drama und so weiter, aber was da wirklich vonstatten geht, keine wirkliche Ahnung. Auch wenn einige Synchronsprecher mit sprechen, was ich von Trailer gehört habe, die ich durchaus sehr mag. Die Animationen erinnern mich ein bisschen an, dadurch, dass es eben Full CGI ist, erinnert mich zum Beispiel ein bisschen an The Relative Worlds. Weiß nicht, ob Sanjigen oder Sanjigen, wahrscheinlich hier in dem Fall eher, also 3D Sanjigen. Ja, ob die auch Relative Worlds oder sowas gemacht haben. Aber ja, sieht für eine TV-Serie, dafür, dass es eben wieder Full CGI ist, eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also mal eine von den besseren CGI-Sachen. Aber wie gesagt, inhaltlich ist das irgendwie, spricht es mich nicht an, sage ich mal. Deswegen, das ist dann so ein Fall, wo ich mal wieder warten würde, wie so die Mund-zu-Mund-Propaganda ist, wenn jetzt die Season, die erste Folge losgegangen ist. Ist ja sogar noch 3 Tage, wenn hier die Zeit stimmt. Aber nichts, was ich jetzt erstmal so von mir aus mir anschauen würde, denke ich mal. So, dann wieder ein kurzer Schnitt, während ich mir das hier durchlese und anschaue. Ja, wieder eine Art, ich weiß nicht, ob Battle Royale Game, aber auf jeden Fall sowas in die Richtung, wo ja, unwillkürlich Leute in irgendein Death-Game hineingezogen werden, organisiert von irgendeiner katzenartigen Frauengestalt hier oder so, die lilahaarige, die da im Hintergrund vom Poster zu sehen ist. Ja, erwarten nur wenige, basiert auf dem Manga, erwarten nur sehr wenige, also keine große Fangemeinschaft offensichtlich der Manga. Aber vom Trailer her sah es eigentlich ganz interessant aus, wenn solche Battle Royale-Sachen gut gemacht sind. Gefallen sie mir, können sie mir durchaus ganz gut gefallen. Deswegen, so dass irgendwo läuft, wo es leicht ersichtlich ist oder sichtbar ist, bei Crunchyroll oder so, werde ich mal vielleicht eine Folge reinschauen. Aber ja, auch davon gibt es mittlerweile schon einige und sie müssen dann wirklich irgendwie was Neues auf den Tisch bringen, gut sein oder interessante Charaktere haben. Und hier haben wir auch wieder scheinbar so einen Protagonisten, der sich zu Tode langweilig und eigentlich nur Games spielen wird und dann in ja, in ein eben sehr reales Todesspiel hinein
forciert wird und da dann vielleicht seine Sado-Ader dann endlich erfüllen kann oder so. Ich weiß nicht genau, ist im Trailer noch nicht ganz klar geworden, aber so in die Richtung könnte es gehen. So ein bisschen meine Befürchtung eher, weil das wäre dann auch nicht das erste Mal. Aber nun gut, so viel dazu. Dann schauen wir uns mal das nächste an. Ich lese hier die Namen auch nie vor. Diatte Gobio de Battle. Also 5 Sekunden, nachdem wir uns treffen oder nachdem man sich trifft, geht der Kampf los. Wahrscheinlich dann auch wieder so eine Regel wie bei Pokémon. Wenn sich zwei Trainer in die Augen blicken, müssen sie ja einen Pokémon-Kampf starten. Hier dann entsprechend auch, wenn zwei Participants sich zufällig über den Weg laufen von diesem Deathgame, müssen sie gegeneinander kämpfen oder sowas. Nun gut, dann bin ich wieder kurz still und mache einen Schnitt, während ich mir hier das nächste durchlese. Okay, Genshugi Yusha no Okokusai Kenki, der Realist reformiert das Königreich oder so. Wieder ein Isekai, wo jemand aus unserer Welt, ein Realist, irgendwie es schafft, das Königreich zu reformieren und Frieden zu bringen. Allerdings dann eben fraglich ist, wie lange dieser Frieden hält. Erinnert ein bisschen an, durchaus an Schleim eventuell, also an meine Wiedergeburt als in einer anderen Welt als Schleim in einer anderen Welt, so rum wahrscheinlich, wo ja Rimuru auch mehr oder weniger sein eigenes Königreich oder sein eigenes Reich gründet und eigentlich ja versucht, friedvolle Beziehungen mit den Nachbarn und so weiter zu pflegen. Hier das Ganze eben ein bisschen aus Menschensicht, aber mit umliegenden Reichen verschiedener Völker, mit denen er Frieden ersucht, aber einige dann doch Intrigen machen und es zu Kämpfen und Kriegen kommt. Wird, glaube ich, kein Animationsfestewerk, selbst im Trailer sind da schon Standbilder mit den typischen Geschwindigkeitslinien und wackelndem Bildschirm, die da darstellen sollen, dass da was passiert, obwohl es ja ein Standbild ist beim Ausrücken einmal von einer Burg, von Reitern und so weiter. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, scheint, bringt es für mich irgendwie nichts wirklich Neues auf den Tisch. Kann sein, dass es vom Setting her, je nachdem wie es erzählt ist, auch wenn es ein aufgebrauchtes Thema mittlerweile auch ist, ganz interessant sein könnte. Aber da warte ich wahrscheinlich auch mal eher ein bisschen ab. Ist immerhin Nummer 7 der heiß erwartetsten. Wenn das dann schon Nummer 7 ist, dann habe ich eigentlich gar keine so großen Hoffnungen jetzt für die Sommersaison. Aber vielleicht sparen sie sich wieder ein bisschen mehr für den Winter auf. Oder so. Deswegen ein vielleicht mal reingucken, aber jetzt nicht unbedingt, was ich wirklich unbedingt schauen muss. So, das hier sieht nach irgendetwas aus. Ich bin meistens nicht so der Mecker-Freund, freuen sich auch nicht so viele drauf und das Poster spricht mich jetzt auch nicht so wirklich an. B-Media sagt mir auch nichts als Synchronstudio, als Animationsstudio, deswegen das überspringe ich einfach mal. Götter Robo Arc, das sieht nicht wie irgendwas aus für mich. Das hier vielleicht schon wieder eher, das heißt, hier mache ich mal wieder einen kleinen Schnitt und schaue mir das mal genauer an. Okay, ich kann mehr oder weniger nur ausgehen von dem, was hier im Text steht. Also 800 Jahre Frieden und die damals für Frieden gesorgt haben, sind verweichlicht und das, wogegen sie damals gekämpft haben, tauchen wieder auf. Damaligen Nachkommen der damaligen Friedensstifter müssen jetzt irgendwie ihre Fähigkeiten wieder unter Beweis stellen. In einer Fantasy-Welt. Ein recht interessanter Grafikstil eigentlich. Sieht mal ein bisschen anders aus. Noch nicht so was häufig gesehen. So ein bisschen von der Farbschema-Gebung richtig. So ein bisschen wie eine Mischung aus Studio Trigger nicht Bones. Cheft, genau, Cheft. Ich habe noch Studio Cheft gesucht. So eine Mischung aus Studio Trigger und Studio Cheft. Allerdings vom Studio Mapper, die jetzt gerade die letzten paar Tage oder letzte Woche in Kritik geraten sind, wegen der miserablen Raten, die sie bei einer Netflix-Produktion ihren Animatoren bezahlt haben. Ist das wieder ein eigenes Thema für sich, aber Mapper wollte ja, glaube ich, eigentlich mal eine Abspaltung sein von einem anderen Animationsstudio wegen auch den zum Teil beschissenen Arbeitsbedingungen dort und ist jetzt auf die Seite der Sith gewechselt, wie es aussieht, also ist zu dem geworden, was es eigentlich mal bekämpfen wollte, wenn man so möchte. Ich glaube, das war nicht in Verbindung jetzt speziell mit der Serie hier, aber ja, inhaltlich konnte ich jetzt aus dem Trailer nicht allzu viel ziehen, außer eben vom Grafikstil, ein paar der Charaktere
aber auch von Stimmen her nicht so wirklich, weil der Trailer ist verdammt schlecht abgemischt, also der hier verlinkt ist. Die viel zu leisen Stimmen werden manchmal von der viel zu lauten Musik verschluckt und deswegen inhaltlich, worüber sie reden, worum es geht, so ungefähr 50% gefühlt von dem Dialogen sind nicht wirklich verständlich hier in dem Trailer. Deswegen, ja, da wer auch immer da die Soundmischung oder Abmischung gemacht hat beim Trailer, ist zu hoffen, dass dann spätere PVs, so es welche gab oder noch gibt, dass sie dann da ein bisschen besser sich darstellen. Aber ja, dadurch bin ich jetzt so ein bisschen gesetbackt, so ein bisschen am Zweifeln und deswegen sieht nicht so wirklich wie irgendwas aus für mich. So relativ seichte Unterhaltung, Action-Fantasy-mäßig, aber nichts, was jetzt irgendwie Tiefgang hat oder wo ich das Gefühl habe, das müsste ich jetzt unbedingt gucken. Deswegen, ja, belassen wir es mal dabei. Higurashi no Nako Koroni Sotsu. Okay, das Sequel zu Higurashi no Nako Koroni Go. Bei Higurashi hänge ich verdammt stark hinterher. Auch schon mit dem, nicht Remake, aber dem Revamp des Franchises und so weiter. Was ja vorletztes Jahr, oh Gott, wie lange ist das schon wieder her, begonnen hat. Hänge ich immer noch irgendwo mittendrin. Deswegen, ja, werde ich wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst sehr verspätet dazu kommen, das hier zu gucken. Aber, ja, Moment, Higurashi no Nako Koroni Sotsu, aber hier ist es mit Sotsu Gyo, also mit Go eigentlich hier geschrieben. Wahrscheinlich benutzen sie einfach denselben Hashtag, den sie schon für Go benutzt haben, jetzt einfach für die zweite Staffel oder so, für das Sequel einfach weiter. Aber na gut, ja, Higurashi, irgendwann will ich es mal aufholen, wenn ich, wie bei vielen Sachen, da mal wieder die Zeit dazu finde. Idolish 7, schon die dritte Season und ja, so generell die männlichen Idol-Serien sind ja sowieso nicht so unbedingt meine Zielgruppe, deswegen habe ich da glaube ich auch die erste nie angefangen zu schauen, da überspringe ich hier auch entsprechend die dritte. Jahi-sama Kushikenai, irgendwie der Name und Moment mal, ist das nicht dieses Mädel, was irgendwie ein Meme ist mit ihrem ganz mega verschmitzten Ausdruck oder so von dem Manga? Irgendwie kommt mir dieses Character-Design von ihr verflucht bekannt vor. Jahi-sama wa Kushikenai. Also Jahi-sama Kushikenai ist, glaube ich, so wie nicht nachgeben, gibt nicht nach oder zerbricht nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Lese ich mir mal kurz durch und schaue mir mal den Trailer an. So, ich habe jetzt eine Weile gesucht, aber keinen einzigen Promotion-Video-Trailer irgendwie gefunden. Ja, zu dem Anime, also immer nur Werbung zu dem Manga, wo der Manga beschrieben wird. Ich meine, es hat auch genug Informationen gegeben, aber jetzt irgendwie, vielleicht ist da auf Twitter irgendwo was, also zumindest bei YouTube habe ich nichts gefunden, weder mit dem japanischen Begriff hier noch mit dem englischen und dann PV oder Trailer oder irgendwie was, wo dann wirklich mal der Anime-Trailer zu sehen war. Also entweder sind sie da copyright-technisch sehr stark hinterher, dass sie da sofort alles runternehmen per Copyright-Strike, Content-ID oder so von YouTube. Und haben dann irgendwie nur auf anderen Plattformen PV angeboten, Silver Link. Ich weiß nicht, ob das Grund zur Sorge sein sollte, was die Anime-Produktion angeht, wenn bis jetzt immer noch kein Trailer da ist. Auf der anderen Seite, die erste Folge kommt erst in 24 Tagen, also eigentlich Ende Juli, also einen Monat verspätet, wenn man so eigentlich will, vom normalen Beginn der Sommersaison. Ich schätze mal aber schon, dass ich es dann, so es in Deutschland irgendwo lizenziert sein wird, gucken werde. Weil ich dann einfach wissen will, das ist mal wieder die Kraft der Memes, so von wegen, was hat denn Manga so populär gemacht oder ja, was steckt hinter dem Smack Dämonen-Mädchen oder irgendwie sowas, ja, das schon längere Zeit immer als Meme unterwegs war, wo jetzt eine Anime-Umsetzung davon kommt. Ja, ansonsten scheinen wir also eben eine Dämonen-Lordin zu haben, die ja, ihre Kräfte beraubt wurde, in die Menschenwelt kommt und dort dann Schwierigkeiten hat, ihren Lebensunterhalt zu beschreiten. Also so ein bisschen die Moe-Süß-Variante von hier links mal Osama, Hatarakanai, von dem Dämonenlord, der beim McDonald's gearbeitet hat. Ich komme jetzt nicht mehr weder auf den englischen noch auf den japanischen vollständigen Namen, aber ihr wisst, denke ich mal, was gemeint ist. Hatarakanai. Hataraku Maosama, ha, jetzt habe ich's. Genau, so ein bisschen in die Richtung scheint das Ganze zu gehen. Ja, deswegen, da sowas in die Richtung, so ein Reverse Isekai, wenn man will,
schaue ich mir gerne mal wieder an. Und der scheint ja einen gewissen, oder der Charakter, sie scheint einen gewissen Kultstatus zu haben. Daher wird, denke ich mal, auf jeden Fall reingeschaut. So. Das hier mache ich mal wieder kurz einen Schnitt und schaue mir das mal ein bisschen genauer an. Hier steckt womöglich ein kleiner Geheimtipp der Season drin. Wenn man sich hier auch so die Popularität und so weiter anschaut. Weil zumindest vom Trailer her, das Poster ist jetzt wirklich ziemlich mies. So von der Gestaltung, Farbgebung her und so weiter. Aber eigentlich so von dem, was hier an der Musik- und Theaterschule abgeht und so ein bisschen Rivalitäten zwischen angehenden musikalischen und theatrischen Künstlerinnen und so weiter. Ein bisschen in Idol-Anime-Richtung durchaus, denke ich mal, gehend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr starke Fans des Mangas auch dahinter stehen bei der Anime-Produktion. Und was ich in den Kommentaren vom Promotion-Video gelesen habe, sind die, die Fans des Mangas sind, auf jeden Fall absolute Riesenfans. Und haben auch oft Review Starlight, was ich leider bislang auch noch nicht sehen konnte, referenziert als so einen gewissen Vergleich wohl zu der Serie. Ja, deswegen, ich glaube jetzt auch nicht, was mich so direkt reizt, auch wenn Character Designs, die Atmosphäre vom Trailer, auch der Soundtrack, der Song, der da gespielt wird, kam mir auf jeden Fall bekannt vor, die Band, deswegen sehr schön das Hintergrundsong auch für den Trailer und sah eigentlich auch von Animationen her, Lightning und vom Belichtung her und so weiter, alles ziemlich hübsch aus, also nach einem schön durchorchestrierten und mit Liebe versehenen Anime, ja, Anime-Umsetzung von einem Manga, der aber vielleicht doch irgendwie zu nischig ist, als dass er große Wellen schlägt, aber womöglich versteckt sich hier ein gewisser kleiner Sleeper-Hit. Zumindest werde ich den hier mal noch mehr als andere von denen, die ich gesagt habe, da warte ich erstmal so die Mund-zu-Mund-Propaganda ab, werde ich den hier vielleicht ein bisschen aktiver im Auge behalten, auch wenn er jetzt nicht so ganz direkt meine normale Genre-Interessen und so weiter anspricht, aber Kakeki Shoujo vielleicht durchaus ein bisschen, ja, ein bisschen im Blick zu behalten. So. Ja, okay. Das hier ist das, was ich schon mitbekommen habe in der Discord-Community. Kanojo mo Kanojo, Freundin über Freundin oder je nachdem, wie man es übersetzen will. Ja, Protagonist gesteht derjenigen die Liebe, die er schon lange verliebt war. Sie nimmt an, aber dann gesteht ihr gesteht ihm noch eine andere die Liebe und da er sie jetzt auch nicht mag, nimmt er auch an und dann noch irgendwie zwei andere dazu und dann ist das hier nicht nur eine Love Triangle, eine Dreiecksbeziehung, sondern eine Fünfecksbeziehung oder irgendwie sowas und ja, nach dem, was jetzt schon in Osamake passiert war in der letzten Season und generell was so forcierte Dreiecksbeziehungssachen angeht, wo ein Protagonist sich viel zu blöd gibt, viel zu dumme Entscheidungen trifft und dadurch unnötiges Drama kreiert, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch voll als Drama ausgespielt werden soll mit der Darstellung im Anime. Ja, das hier kann nur funktionieren für mich, wenn es vollkommen als Komödie aufgezogen wird, ohne jegliche dramatische Anspannung, dass ich es eben nicht ernst nehmen kann, dieses ganze Beziehungsgeflechtszeugs, weil wenn es versucht, sich ernst zu nehmen, dann wird es scheitern. Also zumindest für mich wird es dann scheitern, weil ich mich dann zu sehr über den Protagonisten und seine Dummheit aufrege. Aber vielleicht ist dieses gewisse masochistische, ja, diese Negativemotion gegenüber blöden Figuren zu empfinden und so weiter und sich damit eigentlich selbst zu quälen, sowas anzuschauen. Diese Bedienung von masochistischen Tendenzen der Zuschauerschaft ist vielleicht genau das, was irgendwie jetzt gerade das letzte Jahr Trend ist oder so, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch sowas hier in der Beliebtheit entsprechend auf Platz 5 ist. Ich werde mir auf jeden Fall die erste Folge anschauen, einfach nur, sie ist ja glaube ich schon draußen, die zweite Folge kommt schon in wenigen Tagen, werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Einfach mal, um zu schauen, ob ich mit meiner Vermutung, mit meinem Gefühl recht behalte und wie ich da nach der ersten Folge stehe auf den Anime oder zu dem Anime stehe. Aber ja, mehr habe ich dazu, denke ich, nicht zu sagen. Da brauche ich mir den Trailer gar nicht ansehen, weil ich gucke so oder so in die erste Folge rein. So, ja, ja, heute, okay, am heutigen Mittwoch ist Kobayashi-san Chino May Dragon. Also, ja, Kobayashi's Maid Dragon, die zweite Staffel
beginnt also am heutigen Mittwoch, dem 7.7.2021. Moment mal, der Drache Kirio Koko hat am 1.7. bei Hololive aufgehört. Wann lief die erste Staffel von May Dragon? Wie lange war sie über Hololive? Jetzt eine Woche nach ihrer Graduation beginnt May Dragon. Das kann kein Zufall sein. Aber Scherz beiseite, ich freue mich, dass wir wieder was von Kyoto Animation haben. Mehr oder weniger ihr erstes Werk, das, glaube ich, vollständig produziert ist nach dem Vorfall vor 2 Jahren mittlerweile schon. Ja, vor 2 Jahren war es gewesen. Ach du meine Güte, wie die Zeit vergeht. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf, werde ich auf jeden Fall gucken. Ich mochte die erste Staffel von May Dragon, ist keiner meiner absoluten Top-Favorites von Kyoto Animation, aber auch, ich meine, gab es ja nur eine einzige Serie von ihnen, die ich wirklich nicht mochte und 2 andere, die ich anfangs nicht mochte, aber die später noch die Kurve gekriegt haben und so. Kobayashis May Dragon war ein, der mich immer durchweg unterhalten hat, aber jetzt nicht absolutes Top-Tier ist, sage ich mal. Aber ich freue mich wieder, was von Kyoto Animation sehen zu dürfen und werde mir auf jeden Fall auch die zweite Staffel anschauen. Und viele freuen sich drauf, wie ich sehe. Deswegen, ja, das wird heute Abend, denke ich mal, geschaut werden. Gleich die erste Folge. So, Love Live Superstar, das nächste Love Live. Love Live Community ist offensichtlich bei Anichart nicht sehr stark, wenn es nur auf Platz 28 ist. Scheint ja die nächste Generation zu sein, weil das sind definitiv Character Designs, die ich noch nie gesehen habe. Okay, und im Gegensatz zu anderen Love Live Stories, wo es um die Verhinderung der Schließung von Schulen geht, geht es hier also offensichtlich um die Gründung einer neuen Schule. Eine neue Schule geht los und da wird sich dann entschieden, die neuen Mitglieder, die dort ankommen, wollen dann eben auch eine Idol-Gruppe starten und sie machen gehen ins Unbekannte. Ja, ich werde mindestens, denke ich mal, einen kennen, der das auf jeden Fall gucken wird. Vielleicht schaue ich mir auch mal die erste Folge an, um zu schauen, welche Richtung Tendenz denn dieses Love Life diesmal gehen wird. Aber ja, mehr braucht man dazu, denke ich, nicht zu sagen. Love Life ist ein bekanntes Franchise und ich denke mal, man kann so einigermaßen einschätzen, was man von der Serie zu erwarten hat und ob man eben Idol-Anime mag oder nicht und ob das was potenziell für einen sein kann. Wäre aber auch durchaus nicht schlecht, wenn sie neben diesem Umdrehen des Settings, wenn man so möchte, auch nochmal irgendwie neuen Spin vielleicht mit reingehen, was die Charaktere oder sowas angeht. So, Magia Record, Mahou Shoujo Madoka Magica, Guidance Second Season. Magia Record, Mahou Shoujo Madoka Magica Guidance habe ich die erste Staffel, glaube ich, nur die ersten 2 oder 3 Folgen gesehen gehabt. Oder sogar bis die ersten 4 Folgen. Ich kann mich an kaum was erinnern, weil das war mir irgendwie so fern ab der Originalgeschichte und hat dann trotzdem irgendwie Überlappungen, Cameos von anderen Charakteren gehabt und es hat mich alles irgendwie nur verwirrt gehabt und ich war nicht wirklich motiviert, das dann in irgendeiner Art und Weise weiterzugucken. Deswegen hat auch kein großes Fanfare, wenn ich hier so die Popularität bei Anichart sehe. Deswegen erstaunt, dass da eine zweite Staffel überhaupt kommt. Ich meine, für Madoka Magica soll jetzt nicht auch ein direktes Sequel zur Hauptserie, zur Hauptstory kommen mit dem Film und so weiter. Da ist mir auch irgendwie was im Kopf, dass da was kommt, wo ich ja eben auch sehr skeptisch bin, weil der Film für mich ja Madoka Magica, also die letzten 20 Minuten von dem Film, mir ein bisschen das Ende der TV-Serie schon versaut haben, was ich dem Film bis heute nicht verzeihe. deswegen, ja, werde ich das wahrscheinlich eher nicht gucken. Mahou Kokono Yutose. Okay, wir hatten den Letose, also den nicht Delinquent, aber den Außenseiter von der Oberschule. Jetzt haben wir hier den Yutose, also die Top-Schüler oder den oder die Top-Schüler. Scheint ein paar Reoccurring Characters auf jeden Fall zu haben von der Hauptserie. Aber klingt auf jeden Fall so, als wäre es ein Spin-Off oder so. Deswegen, ich guck's mir mal mit Trailer zusammen an und lese mir mal durch. Das schafft ein bisschen mehr Klarheit vielleicht, deswegen ein kurzer Schnitt hier. Ja, scheint definitiv ein bisschen Spin-Off-artig zu sein, indem dieses Mal also nicht großer Bruder Tatsuya als Hauptcharakter fungiert, sondern Miyuki selbst die Protagonistin ist und mehr oder weniger
Vom Enrollment an die Zeit, also ein bisschen vielleicht Prequel-mäßig bis parallel zu den Ereignissen aus der Hauptgeschichte. Das Ganze verläuft aber eben aus Miyukis Sicht und wahrscheinlich dann eben ein größeres Licht auf einige der auch schon in der Hauptserie auftauchenden Nebencharakter und Freundinnen von ihr insbesondere gelegt wird. Deswegen, ich schätze mal, diese Serie ist wirklich was für Fans von Mahoukouko no Letose, also von der Hauptserie, die mehr von den Charaktern, mehr von Miyuki und ihren Freundinnen sehen wollen und ein bisschen mehr vielleicht noch Hintergrundgeschichten zu Dingen, die in Letose passieren und so weiter. Für die ist, denke ich mal, dieser Anime hier gedacht. Ja, ich war bei Letose, da hatten mich damals in der ersten Staffel so ein bisschen die letzten Folgen, die ein viel zu hohes Pacing irgendwie hatten, haben mich da ein bisschen rausgenommen, nachdem es bis dahin eigentlich eine recht gelungene oder recht unterhaltsame Power-Fantasy war, wenn man so will, mit einem völlig überpowerten, overpowered Character. Aber ja, bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich werde anschauen wollen. Ich glaube auch von Mahoka Koko. No Dingsbums Dingsbums ist so ein bisschen der Wind mittlerweile mit den Jahren aus den Segeln, wenn ich mir hier die Popularitätswerte bei Anichart ansehe, mit nur Nummer 17. Aber nun gut, soll mir als Kommentar dazu reichen, werde also vielleicht mal beobachten, wie gut es sein soll, aber so wirklich motiviert zu schauen, bin ich es, denke ich mal, eher nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mehr über die anderen Charaktere und die Welt und so weiter wissen muss. So, Comedy Edgy Romance mit eigentlich erstmal zwei sehr knuffig aussehenden Charakteren. Das lese ich mir mal durch und schaue es mir mal näher an. Deswegen hier ein kurzer Schnitt. 12-jähriger Junge wird verstoßen und übernimmt dann die Hausmeister-Mädchen für alles Funktion in einem Wohnheim mit vielen Erwachsenen und übermäßig sexy Damen. Und es kommt oft dazu, dass er sie begrapscht. Zumindest laut Trailer. Ja, scheint mir ein sehr oberflächlicher, edgy Anime zu sein, der, ja, außer, da kann ich auch Hentai gucken. Da brauche ich sowas ja nicht. Deswegen denke ich mal, dass ich hier eher passen werde, weil der Trailer, da war jetzt auch kein, ist wahrscheinlich ein sehr altes Promotion-Video, was hier verlinkt ist. Nur 30 Sekunden ohne irgendwelche ja, Sprachschnipsel und so weiter. Nur ein bisschen Vorstellung von den Damen, die aber alle in sehr sexy Posen, nackt und so weiter gezeigt worden sind. Das Beste daran war die Art der Zensur dann im letzten Shot gewesen von dem Trailer, wie sie da die Credits bewegt haben, damit die Credits dann als Zensur für die besonderen Stellen der Damen fungieren und so weiter. Aber ja, Mega Millionen Ryobokun werde ich, denke ich mal, passen. Okay, das sieht vom Poster her erstmal ganz interessant aus, aber das lese ich mir mal in Ruhe durch und schaue es mir mal an. Deswegen hier wieder kurzer Schnitt. Klingt von der Beschreibung her eigentlich ganz interessant. Jemand, der großer Businessman in unserer Welt geworden ist, wird in andere Welt transportiert und muss dann versuchen, sich von sklavenartigem Zustand dann ja irgendwie zurückzuarbeiten über Geschäfte und sich dann zum Top der Unterweltgeschäfte oder was auch immer zu machen in der Fantasy-Welt. Aber der Trailer, ja, hat dann irgendwie, was ich damit überhaupt nicht assoziieren würde, irgendwelche Kämpfe mit drinne und der Protagonist kommt mir da mehr als unsympathisch rüber. Deswegen, ja, bin ich jetzt nicht sehr von überzeugt. Meikyuu Black Company werde ich also wahrscheinlich auch nicht näher verfolgen. Das sieht vom Poster her schon nach einem reinen CG-Anime aus. Ich hoffe mal nicht dieselben, die X-Arms gemacht haben. Bin ich mal Shido Gummi. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, sagt mir auf jeden Fall nichts. Schau es mir mal kurz an und lese mir mal kurz durch. Okay, storytechnisch sehr wirr. Ich meine, eine sehr kurze Beschreibung, was normalerweise sehr gut ist, aber ja, Brüder, die wegen ihrer übermenschlichen Kräfte gejagt werden und irgendwie ums Überleben kämpfen und irgendwelche Brüder, die andere Brüder jagen. Ja, so viel habe ich auch vom Trailer mitbekommen. Muss sagen, dafür. Derartiges CGI, rein von Animationen, hier habe ich noch nicht gesehen, aber es sieht so aus, als stünden da welche dahinter, die wissen, was sie tun, als wüssten sie umzugehen mit 3D-Animationen und mit der Handwerkskunst, die da mit eingeht, also Handwerks- plus Computerkunst. Deswegen, zumindest rein vom Optischen her, wäre ich eigentlich mal interessiert, mir hier die erste Folge anzuschauen, weil, ja, wie gesagt, CGI in der Art. Habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte erst, es geht vielleicht so ein bisschen in Handshakers-Richtung mit dem Überanimierten und so weiter. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, sondern das sah alles sehr bewusst gewollt und eigentlich gut gemacht aus. Deswegen,
Ja, vom optischen her wäre ich vielleicht mal interessiert, eine Folge reinzuschauen. Vom storytechnischen her. Ja, jetzt nicht unbedingt. sagen wir es mal so. Oh, Hamefuda, die zweite Staffel. Oder irgendeine Art von Sequel kommt diese Season. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Na, dann, das wird auf jeden Fall geguckt. Die erste Staffel von Hamefuda war sehr schön gewesen. War eigentlich für mich schon. Aber die erste Staffel war für mich eigentlich perfekt abgeschlossen. Also ist. Es hätte nichts gefehlt für mich, wenn nach der ersten Staffel jetzt nie wieder etwas von Hammerfolder gekommen wäre. Deswegen meine Befürchtung ist jetzt sogar eher, dass ja, dass die zweite Staffel zu seicht und inhaltslos wird, dass da irgendwie nicht mehr viel Interessantes passiert. Also dass es jetzt nur noch so ausgedehnt zum Melken und so weiter ist. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, was eine zweite Staffel von Hammerfolder angehen würde, weil die erste hat eigentlich den mehr oder weniger einen der Hauptkonflikte oder den Hauptkonflikt, wenn man so will, eigentlich gelöst. Deswegen, ja, werde ich mir, denke ich, anschauen, aber mit vorsichtiger Skepsis, was das Ganze angeht. Peach Boy Riverside, Nummer 11 immerhin, Manga Source und so weiter. Werde ich mir mal ganz kurz anschauen, beziehungsweise durchlesen hier, deswegen wieder ein kurzer Schnitt. Ja, das sieht tatsächlich mal wieder nach einem interessanterem reinen Fantasy-Adventure ohne Isekai aus, mit wohlbehüteten Charakter, die dann in eine Welt eindringt, die dunkler und düsterer ist, als sie es aus gemalt hat, und dann aber dennoch mehr darüber erfahren will. Und es geht recht blutig, düster zu, bietet Potenzial für Kämpfe. Die Charakter-Designs gefallen mir sehr gut aus dem Trailer und macht auf jeden Fall das Gefühl eines großen beginnenden Abenteuers. So, ja, Character Design technisch erinnert es mich ein bisschen an Arte, zum Teil von einer der Figuren, die man am Anfang von Trailer gesehen hat. Wahrscheinlich dann die kurzhaarige Variante von Saltarine oder wie die Prinzessin auch immer noch mal heißt. Die erinnert ein bisschen an Arte. Und ansonsten glaube ich nicht, dass es so gut wie Yone of the Dawn wird. So viel Potenzial habe ich darin jetzt noch nicht gespürt, aber so ein bisschen in die Richtung, so von dem Faktor Düsterheit und Abenteuerreise und so weiter, in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Deswegen, ja, hier kann ich mir vorstellen, dass ich mir das auf jeden Fall angucken werde. So, okay, das hier sieht nach irgendwie einem Kids, Magical Girl, Idol, Musikding aus. Deswegen, das ist, denke ich mal, eher nichts für mich. Das überspringe ich. Remain. Noch was von Studio Mappa. Das war, glaube ich, auch so eine Sache. Irgendwie drei oder vier Sachen diese Season machen. Also, ich glaube, drei Serien, ein Movie oder zwei Movies, zwei Serien und so weiter. Was ja auch so einer der Kritikpunkte war an Studio Mappa, die ich ja weiter vorne im Video schon erwähnt hatte. Remain. Sieht erstmal nach Free aus von Kyoto Animation, hier mit Schwimmpool und allem. Okay, Wasserpolo. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht in Anime-Form als Sportart. Ich lese mir mal durch und schaue mir mal Trailer an, deswegen hier wieder ein kurzer Schnitt. Ja, ein bisschen Tragegeschichte. Einst den Sport geliebt, dann einen Unfall und ein Jahr im Koma. Wieder erwacht und dann den Sport aufgegeben, sich im Spiegel betrachten, das natürlich durch das Jahr Koma alle antrainierte Muskelmasse weg ist und man glaubt, das Verlorene nicht mehr aufholen zu können. Und dann ergeben sich aber Situationen, in denen, ja, oder Momente, wodurch es sich so ergibt, dass er doch wieder den Sport anfängt, Wasserpolo, und ja, versucht wieder an alte Erfolge und die alte Liebe anzuknüpfen. Deswegen, ja, Sportdrama, wie es mir durchaus gefallen kann, denke ich mal. Immer, gerade wenn auch so ein bisschen Tragikomponente mit drin ist, dann ist das immer nochmal ein zusätzlicher Catch auf jeden Fall für mich. Deswegen denke ich mal, dass ich das hier durchaus ein bisschen im Auge behalten werde. Ist auch ein Original, keine Manga-Vorlage oder so, wo das Pacing kaputt gemacht werden kann. Ja, warte ich vielleicht, gucke ich vielleicht mal rein, warte ich ab, wie Mund-zu-Mund-Programm ist, ja, Propaganda. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber da ich bis jetzt so wenig in der engeren Auswahl dieses Season hatte, außer hier unten kommt jetzt noch ganz viel, ja, überlege ich mir am Ende, ob ich es vielleicht dann doch in die engere Wahl mit reinnehme. Scarlet Nexus, was ja, glaube ich, parallel zum Videospiel erschienen ist,
Deswegen, ich habe da ansonsten jetzt schon kaum Erinnerung zu. Ich weiß, dass, glaube ich, sogar von HoloLive Kelly oder so da sogar gesponserte Streams fürs Videospiel gemacht hat, aber das sah jetzt wieder so von seinem ja, Live-Action-Kampfsystem nicht nach unbedingt etwas aus, was mich interessieren würde. Da hat mir Tales of Arise jetzt sehr viel besser gefallen, was bei Chiara zu sehen war. Deswegen, aber ich lese mir mal trotzdem durch und schau mir mal den Trailer zumindest mal an. Deswegen kurzer Schnitt. Ja, ein bisschen dystopisches Setting mit Gesellschaft, die stark überwacht wird und gegen Dinge gekämpft werden und wir dann wieder unsere ja, auserwählten Psionetiker oder wie es dann bei Wakanim im Promotion-Trailer jetzt gerade auf Deutsch war, haben, die dann gegen die anderen, die Others, ja, kämpfen müssen und so weiter. Es war jetzt nicht allzu viel von Kämpfen zu sehen in dem Trailer, den ich da gesehen habe. Deswegen für leicht verdauliche Popcorn-Action könnte das vielleicht ein guter Anime sein, auch wenn jetzt von der Action im Trailer da nicht viel zu sehen war. Von seinem düsteren Setting her gefällt es mir eigentlich erstmal ganz gut. Und da ich mal denke, dass ich das Videospiel nicht spielen werde, werde ich dann zumindest mal vielleicht auch hier ein paar Folgen reinschauen, um im leichter verdaulichen Format dann zu haben, worum es sich eigentlich dann hierbei dreht, worum es geht. Da ist dann vielleicht der Anime die bessere Variante als dann das Videospiel. Deswegen, ja, so viel aber dazu. Jetzt auch kein absolutes Must-Watch oder irgendwie sowas für mich. So, das hier sieht nach Shoujo Romance oder irgendwie sowas aus. Vom Bild her zumindest erstmal. Allerdings machen wir mal wieder kurz Musik aus und dann lese ich es mir mal durch und schaue es mir an. Okay, Seirei Gensouki, was so ein bisschen in Richtung, eben hatte ich es noch im Kopf gehabt, Namen von Isekai-Serie, die, was, dieses Jahr, Ende letztes Jahr lief und eigentlich auch für ziemlich viel Furore gesorgt hat und mir eigentlich so auch sehr gut gefallen hat. Und trotzdem fällt mir jetzt peinlicherweise der Name nicht ein. Aber auf jeden Fall ein Isekai, wo auch ein ja, junger Bursche dann plötzlich mit 7 Jahren sich bewusst wird in der Fantasy-Welt, dass er Erinnerungen aus vergangenem Leben hat, eigentlich ein Waisenkind ist und dann aber irgendwie von der irgendeiner Art von Gottheit oder so wieder oder einem Geist magische Fähigkeiten zugesprochen bekommt und die unter Beweis stellt und dann ja, eingeschrieben wird in eine entsprechende Schule für Adelige und sich dann dort beweisen und durchkämpfen muss. Mushoku Tensei, das war's gewesen. Mushoku Tensei, glaube ich. So ein bisschen dran hat mich hier das Setup und der Trailer ein bisschen erinnert. Deswegen bin mir nicht so ganz sicher, ob es an Mushoku Tensei ranreichen kann von der Qualität her, weil ja, Mushoku Tensei mir sehr gut gefallen hatte und ich mich da auf jeden Fall auch auf eine zweite Staffel freue, weil das mal ein Isekai ist, der danach aber auch wirklich Abenteuerlust macht, viele Twists hat und einen Protagonisten, mit dem man eine Hassliebe führt und so weiter, der eben nicht so blass ist, sondern auch wirklich Charakter besitzt und Charakterschwächen und alles, wie viele auch der anderen auftretenden Fantasy-Charaktere. Ob Seirei Gensouki das auch bieten kann, bleibt abzuwarten. Aus dem Trailer her kann ich da noch keine Vermutung anstellen. Aber Potenzial hat es dazu vielleicht. Ein bisschen, wie gesagt, erinnert es mich auf jeden Fall daran. Deswegen Blick drauf, aber jetzt nicht die allerengste Auswahl. Shinigami Bocchanto Kurumeido. Eine Comedy-Romance, wo ich mir dann, oh, ich habe vergessen, die Musik wieder anzumachen, kann aber ausbleiben, denn ich lese mir mal kurz durch und schaue mir den Trailer an. Warum? Das wäre eine von den Sachen, wo mir das Setup der Story vielleicht bis jetzt am besten gefällt, von der Season her. Einem verfluchten Jungen, der seit einem Fluch, den er im 5. Lebensjahr von einer Hexe bekommen hat, dass alles, was er berührt, alles Lebende, Lebendige, was er berührt, ja, sofort stirbt, nie geliebt worden ist und so weiter und so fort, und er nicht weiß, wie er diesen Fluch los wird und immer ein Leben in Einsamkeit geführt hat und dann jemand ins Leben tritt, die trotz des Fluches und so weiter, ja, aus welchen Gründen auch immer, die wahrscheinlich dann im Laufe der Serie deutlicher und klarer werden, die im Trailer nur angedeutet sind,
ja, dann trotzdem sich in eben jenen Jungen verliebt hat. Deswegen eine Geschichte, die so viel, auch von wie es im Trailer dargestellt ist, von der Hintergrundmusik her, von der Melancholie her und so weiter, also sehr viel Potenzial für herzerwärmende, herzzerreißende Szenen bietet, für Herzschmerz, für sehr viel gefühlvolle Unterhaltung, Emotionen und so weiter. Wenn da nicht etwas wäre, was total für mich die Immersion beim Anschauen brechen würde und für, ja, unfreiwillige Komik ist es leider nicht mehr, eher für unfreiwillige Traurigkeit sorgt auf einer anderen Ebene, nämlich die äußerst klobigen, miserablen 3D-Animationen und 3D-Modelle auch, unter anderem vor allen Dingen von der Protagonistin, also oder von zwei, drei vor allen Dingen der Frauenfiguren, deren Augen auch immer so dreinblicken, als würden sie, als wäre die Seele aus ihnen raus und würden stattdessen in meine Seele hineinstarren und so weiter. Deswegen, ja, wenn hier sozusagen eine sehr rührende und unterhaltsame Geschichte, emotionale Geschichte, dann daran scheitert, dass es optisch einfach miserabel aussieht und einen völlig rausnimmt, dann ist es echt schade. Dann wäre das hier wirklich verschenktes Potenzial. Von JC Staff auch, wo ich gar nicht weiß, ob die schon jemals einen vollen 3D-Anime gemacht haben. Ich glaube, JC Staff hat schon wieder auch mehreres dieser Season. Und JC Staff war schon immer ein Studio, was Hit oder Miss war, je nachdem, wie sie ihre Ressourcen verteilen. Die haben ja öfters mal zwei, drei, vier Serien auch irgendwie pro Season und sie sind ein großes Studio. Aber manchmal wünschte ich mir, sie würden ihre gesamten Ressourcen dann lieber auf zwei dafür umso qualitativ hochwertige Serien schmeißen, packen und so weiter. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Eigentlich ja, yes, but actually no. So von wegen, will ich es gucken oder will ich es nicht gucken, weil ich habe, ich weiß es nicht. Schwierige Sache, bevor ich da zu lange jetzt dran hänge, würde ich sagen, gehe ich lieber auf das nächste hier. Shiloi Tsunano Aquatope von PA Works mal wieder was. Sieht auch schon mal sehr PA Works mäßig aus. PA Works ist ja auch ein bisschen Hit und Miss wie JC Staff, Hit wie Nagi no Ascara, Miss wie Glasslip. Etwas, was ich eher als Hit bezeichnen würde, was ich auch selbst übersetzen durfte, womit ich natürlich biased bin, wie Die Welt in allen Farben, The World, Irosoku Sekai no Ashtakara, weiß gar nicht mehr genau, wie der japanische Titel war, weil ich dann so sehr im Deutschen drin steckte. Das ist ja alles von PA Works und oftmals auch einem ähnlichen Team, was dran sitzt. Haben wir jetzt hier also wieder was, deswegen lese ich es mir mal kurz durch und schaue mir den Trailer an, bevor ich mehr dazu sage. Hier wittere ich vielleicht eher wieder einen Hit. zumindest von ja, dem, was der Trailer zeigt, von der Thematik her. Ein Mädchen, ein Kind, das seine Träume verloren hat und eins, das seine Träume noch verfolgt, die dann aufeinandertreffen und dann vielleicht aneinander lernen, wie, ja, wie es im Leben weitergehen soll. Also ein bisschen auch wieder Coming of Age, mit einem wunderschön aussehenden Setting, Unterwasserwelten, Fisch und so weiter, Aquarien, mit Nagi no Asukara und manch anderen Sachen ist, ja, zum Teil auch mit Die Welt in allen Farben, also PA Works weiß auf jeden Fall, wie man Wasserfische und so weiter, atmosphärisch solche Settings, auch Okinawa, unglaublich toll, hübsch darstellen kann. Character Designs gefallen mir sehr und auch eben diese Dynamik von zwei, die an unterschiedlichen Stellen ihres oder an einer unterschiedlichen Weggabelung ihres Lebens stehen und anders abgebogen sind, dann aufeinandertreffen und vielleicht einander helfen können, die ihren schon einen Traum jagt, diesen Traum vielleicht zu erfüllen und die den Traum verloren hat, durch die Hilfe derjenigen, wenn sie derjenigen hilft, die einen Traum verfolgt, vielleicht auch wieder einen neuen Traum für sich zu entdecken, den sie verfolgen kann oder so. Eben dann ein gescheitertes Idol, das aus Tokio nach Okinawa ist und dort dem Mädchen helfen will, das versucht, das Aquarium vor der Schließung zu bewahren und so weiter und so fort. Deswegen, ja, sieht nach einem sehr, sehr, sehr herzerwärmenden, schönen, unterhaltsamen, wahrscheinlich auch zwar langsam erzählten, aber trotzdem einfach schönen, mit sympathischen Charakteren versehenden Slice of Life Anime aus, den PA Works hier wieder uns gibt. Deswegen
habe ich recht große Hoffnung in Shidori Tsunano Aquatope und das, denke ich mal, will ich mir auf jeden Fall angucken. So, Studio Madhouse, Sonny Boy. Das Poster ist relativ schwarz. Also wenn das irgendwo aufgehängt wird, dann Druckerschwärze wird da ganz schön aufgebraucht. Aber bevor ich mich da noch mehr darüber ablasse, lese ich mir mal lieber die Beschreibung durch und schaue mir den Trailer an. Okay, hat einen sehr eigenwilligen Artstyle. Wie sie auch steht, 36 Schüler, die in irgendeiner anderen Dimension gefangen sind. Und einer dieser Orte oder was der anderen Dimension mit dem ist das Schulgebäude in so einem ja unendlich schwarzen Raum. Von den Charakterdesigns und Animationen her erinnert es mich unglaublich stark an den Film Ride Your Wave von Masaaki Yuasa. Zumindest laut der englischen Masaaki Yuasa Wikipedia-Page hat er aber allerdings nichts hiermit zu tun. Aber zum einen daran, zum anderen ein bisschen triggerartig, aber vor allen Dingen so, also es trägt von den Animationen her sehr die Handschrift von manchen Serien und Filmen, die Yuasa gemacht hat. Und das macht's. Und er hat halt immer einen sehr eigenwilligen, manchmal gewöhnungsbedürftigen, aber doch sehr eigenen Stil, der aber immer doch irgendwie ein bisschen was Erfrischendes ist zwischen der ansonsten sehr geschnörgelten, fein rausgeputzten, übersauberen, übermäßig sauber und geradlinig gezeichneten Anime-Stil. Deswegen, rein vom Optischen her, gefällt mir tatsächlich, was ich im Trailer hier gesehen habe, gefällt mir das sehr, 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 sehr gut. Ob es dann mit diesem Setting und was auch immer da passiert, mit diesem Überlebenskampf in dieser anderen Dimension und so weiter stattfindet, davon war jetzt nicht allzu viel zu sehen gewesen. Eher noch so ein bisschen normales Sprech-Sprech von den Schülern untereinander, jetzt nicht groß Überlebenskampf wirklich zu sehen gewesen. Ob das was hergibt, ist mir noch unklar. Aber das hier ist auch so ein Fall, rein vom Optischen her würde ich hier eigentlich mal reinschauen. Wie weiter oben schon bei einem der 3D-Anime. Von Sanjigen, was glaube ich gewesen vom Studio. Würde mich hier auch mal interessieren, ob es allein vom Optischen her einen schon dabei halten könnte, weil es sah vom Trailer her unglaublich gut aus. Deswegen, dafür würde ich hier wahrscheinlich mal reingucken. So, Tante wa Mo Shindiru, der Detektiv ist schon tot. Ja, wer löst dann das Rätsel, worum es auch immer hier gehen wird? Ist allerdings Nummer 3, eine Light Novel mit Nummer 3 Beliebtheit. Das heißt, es muss ja einigermaßen Bekanntheitsgrad haben oder viele schon drauf gewartet haben. Das heißt, lese ich mir mal durch und schaue es mir mal an, worum es hier denn geht, was ich verpasst habe. Ja, eine Zufallsbegegnung im Flugzeug und eine Entführung, die verhindert wird und dann ein dreijähriges Zusammenarbeiten von der weißhaarigen Detektivprotagonistin und dem Protagonisten, der dann als Assistent und TA arbeitet, bis sie stirbt und dann ein Fall wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihrer Ermordung oder irgendwie was steht und die alten Wunden wieder aufreißt und die anderen drei Mädchen spielen da irgendwie mit rein und wahrscheinlich wird es dann darum gehen, herauszufinden, wer es dann genau war, der sie damals ermordet hat und vermutlich wird es einer von den Klienten gewesen sein, für die sie in den 3 Jahren gearbeitet haben werden oder irgendwie sowas könnte ich mir zumindest vorstellen, wird das Ganze hier sein. Die Light Novel scheint ja sehr, sehr viele Fans zu haben und der Trailer scheint viele überzeugt zu haben von der Popularität her und er sieht zumindest tatsächlich sehr gut aus, hat tolle Character Designs und eine von den Szenen, die da im Flugzeug zu sehen war, von irgendeiner Art Kampf, die da die Detektivin ausgeführt hat, gegen was auch immer, war ein absoluter Sakuga-Augenschmaus gewesen. Deswegen hat das vielleicht auch viele angezogen oder viele überzeugt. Deswegen, ich weiß nicht so genau, in welche Richtung storytechnisch, ob es wirklich catchen wird. Aber ich denke mal, hier werde ich dann ein bisschen mit der Peer Pressure gehen, mit der Masse. Und sehr wahrscheinlich doch mal reinschauen. Erste Folge ist ja auch schon draußen. Ich habe auch noch überhaupt nicht geschaut, wo, wie, was läuft. Also was läuft bei Crunchyroll, was bei Anime On Demand, was bei Wakanim und so weiter, was bei Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort. Wobei es bei Netflix dann wahrscheinlich erstmal ein paar Monate im Netflix-Jail, wie man es ja so gerne sagt, wäre. Okay, hier haben wir die zweite Hälfte der zweiten Staffel von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Da ist die erste Folge auch schon raus. Oh. Ich bin gerade noch dabei, Tokyo Revengers Folge, habe heute Folge 12, 13 geschaut, deswegen, ich wollte wieder nicht mit der nächsten Season anfangen,
bevor ich jetzt nicht hier das Video gemacht habe, die Vorschau. Deswegen werd mir dann aber sehr bald hier, denke ich mal, ja, die nächste Folge anschauen von meinem Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Zweiter Teil, zweite Staffel. Weil da bin ich ja auch auf jeden Fall aktuell, was die, die vorherigen Anime-Staffeln angeht, und gefällt mir auch durchaus sehr gut und finde die Serie sehr unterhaltsam. Deswegen freue ich mich auch, dass es da weitergeht. Vor allen Dingen mit dem, was das Ende war von der ersten Hälfte und was da mit Rimuru geschehen ist und so weiter und so fort. Okay, dann haben wir hier was, wo in 10 Minuten, wo ich das hier gerade aufnehme, um 16 Uhr am Mittwoch die erste Folge kommt. Tsukiga Michibiku Isekai Dochu, steht hier leider kein, ja, kein Kanji da. Tsukiga Michibiku, also der Mond, der führt, Isekai, in der, ja, Dochu, nee, da fehlt mir leider das Wort, um es gut zu übersetzen zu können. Egal, ich mache einen kurzen Schnitt hier und lese mir mal durch und schaue mir mal Trailer an. Okay, Dochu ist schließlich ein anderes Wort für Reise, wie ich hier gerade geguckt habe. Ja, also die Isekai-Reise, geleitet vom Mond oder irgendwie sowas. Auch wenn der Titel jetzt nicht allzu viel aussagend ist über den Inhalt. Wir haben einen Tensei, also einen, der in eine andere Welt transportiert wird. Allerdings dann nicht die Rolle bekommt, die eigentlich für ihn wohl mal vorgesehen war. Und stattdessen... Ich konnte kein Gerät mit dem Namen Lichtgebäude finden. Welches möchtest du? Alexa, stopp. Ich habe überhaupt nichts über Lichtgebäude gesagt. Nee, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Wollte nicht lügen. Ja, der aber dann trotzdem große magische Kräfte und so weiter hat und dann versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und irgendwie von den anderen Völkern Untergebene um sich schart irgendwie. Von Animationen her sieht es eigentlich ziemlich fantastisch aus, was in den kurzen Abschnitten von dem Promotion-Video zu sehen war. Aber ansonsten erinnert es auch ein bisschen sehr an dem direkt darüber seinen Schleim, so ein bisschen vom Setting her, mit verschiedenen Völker um sich scharen und dann die Welt befrieden, vereinigen, gegen Menschen, keine Ahnung was, kämpfen. Also Designs haben zum Teil daran erinnert. Deswegen, ja, ist jetzt wieder die Frage, was war zuerst da, diese Light Novel oder diese Light Novel hier? Und wer hat von wem abgekupfert, aber bei Isekai ist es immer verschwommener und schwerer zu sagen, mit jedem zunehmenden Jahr und jeder weiteren Serie. Ja, ich denke mal, hier werde ich mal abwarten, wie so die ersten Meinungen sind nach den ersten Folgen, beziehungsweise der ersten Folge, die heute kommt, und danach vielleicht entscheiden, ob ich mal reingucken werde. Skipro The Animation, zweite Season, habe die erste nicht gesehen, daher kommt das für mich nicht in Frage. Uramichi Onisan, was ist das? Okay, das könnte ja vielleicht eine ganz, ganz interessante Comedy sein. Ich schaue mir auch nochmal den Trailer dazu an. Ja, drei Charaktere, die für Kinder irgendwie als Animatoren fungieren, als Maskottchen sich verkleiden, für Kids eine gute Zeit sorgen sollen, aber eigentlich mit ihren eigenen Erwachsenenproblemen zu kämpfen haben und wo selbst während ihrer Arbeit, also ihre suffisanten und sarkastischen Kommentare übers Leben rausrutschen. Allerdings, der Trailer hat mich in keinster Weise irgendwie zum Schmunzeln gebracht. Sieht alles recht stumpf aus. Design, charaktertechnisch erinnert es mich ein bisschen an Cells at Work. Weiß nicht, ob da dasselbe Studio oder selbe Character Designer eventuell dran sitzt für diesen Anime hier. Aber ja, hat mich jetzt nicht überzeugt. Denke, man wird nicht mein Humor sein, deswegen werde ich hier, denke ich mal, passen. Oh, ich glaube, wir sind beim letzten angekommen von Studio Bones, was auch auf Nummer 4 ist. Vanitas no Carte, 19. Jahrhundert, ja, Paris. Na, mal schauen. Ich lese mir mal durch und schaue mir mal den Trailer auch an. Vampir und Mensch wieder, Partner wieder Willen, weil der Vampir es auf das Buch abgesehen hat, dass der Mensch hat und der Mensch den Vampir mal gerettet hat, aber eigentlich sind ihre Ziele genau gegenläufig, dass der Mensch alle Vampire auslöschen will. Aber mal wieder hat mir, glaube ich, so in irgendeiner Art und Weise lange nicht mehr gehabt, einen Vampir-fokussierten Anime. Ich meine, das Einzige, was da, glaube ich, so richtig in den Sinn kommt, ist einerseits Helsing. Und dann gab es noch den einen Mecha-Anime, der auch sich hauptsächlich um Vampire drehte. Der hatte irgendeinen komischen, komplizierten Namen mit Y oder mit X, ich weiß nicht mehr genau. Oder mit V. Valvredo. Valve Raid, irgendwie sowas in die Richtung, gab es mal ein Mecha-Anime.
wo, glaube ich, auch die Charaktere Vampire waren und so. Aber ansonsten so eben rein vampirmäßig, ich meine, immer mal als Teil vorkommen, als Figuren oder Rasse oder Volk in irgendwie Serien, immer mal klar. Aber nicht mehr mit so einem Art historischen Hauptfokus, wie wir es hier haben mit 19. Jahrhundert Paris. Deswegen sieht eigentlich sehr hübsch und düster aus und mir gefällt von dem das Auftreten von wie heißt er? Vanitas, also der auch das Buch von Vanitas hat. Der Menschendoktor, der eben die Vampire auslöschen will, gefällt mir erstmal von seinem Design und Auftreten hier im Trailer auch sehr gut. Deswegen, ja, basiert auf einem Manga und Studio Bones macht es, das sieht man dem Trailer auch an. Die sich auch für My Hero Academia eben unter anderem verantwortlich zeichnen oder für Mob Psycho. Also eigentlich in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer auch von optischen her hochqualitative Serien abgeliefert haben, Studio Bones. Ja, kann ich durchaus verstehen, dass dann hier entsprechend auch die Vorerwartungen hoch sind. Und das werde ich mir, denke ich mal, auch in die engere Auswahl nehmen und angucken. So, damit sind wir am Ende der Vollzeit-Anime. Sind nur zwei TV-Shorts, ja, die ich, denke ich mal, eher nicht gucken werde. My Hero Academia läuft weiter und da wird dann auch bald der Arc kommen im Zuge dieser zweiten Hälfte, auf den ich mich sehr gefreut habe. Sie haben, glaube ich, die Reihenfolge der Ereignisse im Manga und im Anime hier ein bisschen umgestellt, weswegen mich das ein bisschen irritiert hat und ich glaube auch viele andere Fans, aber bald kommt der Arc, auf den, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele gewartet haben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Oh, Eden Zero habe ich auch immer noch vergessen anzufangen. Läuft das überhaupt irgendwo lizenziert? Mir ist es nie wirklich ins Auge gesprungen. Wollte ich eigentlich auch mal reinschauen, habe es nicht getan. Mayuri Mashita Inomakun bin ich auch nicht dazu gekommen, es weiter zu gucken, obwohl ich eigentlich die erste Staffel ja gesehen hatte. Ja, an Filmen, was kommt da denn so? Bandori kriegt einen Film, Bandori kriegt zwei Filme. Movie-Franchise. Es gibt einen dritten Film von Boku no Hero Academia. Kommt, wir kriegen jetzt gerade mal den zweiten endlich mal in Deutschland im Kino. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass jetzt noch irgendwie ein dritter kommt. Und ich frage mich, wie er dann zeitlinienmäßig eigentlich reinpasst. Aber dauert auch noch 30 Tage, bis er in die Kinos kommt. Insofern, na, dann werde ich den auch mal ein bisschen im Hinterkopf auf jeden Fall behalten. Kakushi Goto kriegt einen Film. Compilation-Movie, okay. Kino Mosaik. Ist nur, dass das Ganze hier angekündigt wird für August. Aber dass was Neues von Kino Mosaik kommt, freut mich eigentlich sehr. Hoffe mal, dass es dann auch kein Compilation-Film wäre, was nach so vielen Jahren mittlerweile, wie die Serie zurückliegt, eigentlich auch ziemlich schade wäre. Deswegen, sie haben ja hier eigentlich, das sieht aus wie Graduation Sachen in der Hand. Also irgendwie vielleicht Oberschulabschluss, ein Film, der zum Oberschulabschluss führt oder zum Ende des Austauschs eventuell von Karin und Aris. Ich habe den Namen nicht mehr so ganz drauf. Ich meine Ayayo wird ja niemand vergessen. Shinobu. Ah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist lange her, dass ich Kino Mosaik gesehen habe. Ich bin froh, dass ich da überhaupt noch einige Namen hier zusammenkriege. Aber ja, hoffe mal, das schafft es in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch zu uns. Dann irgendwann mal, wenn es im Zuge der vielleicht des nächsten Akiba Pass Festival ist, falls wir vielleicht nächstes Jahr im Januar, Februar mal wieder normale Kinoerlebnisse, Kino-Events haben dürfen. Ich hoffe mal, dass uns da Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, ansonsten sieht hier einiges so von Postern her spontan erstmal recht interessant aus, aber allzu tief, gründig und näher will ich jetzt auch nicht darauf eingehen. Biohazard kommt irgendein OVA, ONA. Isekai Cheat Magician auch. Von Mahotsuke no Yoma kommt was Neues. Irgendein Side Story OVA oder sowas. Tonikaku Kawaii wollte ich auch immer noch gucken. Ja, vieles aus den letzten zwei Seasons, was ich eigentlich verpasst habe, so anzuschauen, was ich ursprünglich mal anschauen wollte. Aber gut, das soll mir reichen für die Übersicht oder fürs Durchgucken von der Sommersaison 2021. Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Überblick darüber, was die Season so läuft und was vielleicht in meine engere Auswahl kommt. Habe Sorge, ob ich überhaupt 10 Serien zusammenkriege, ja, die mich jetzt wirklich gereizt und interessiert hätten. Bokutachi no Remake gehört auf jeden Fall dazu. Das hier nicht so. Vielleicht nehme ich später noch welche hinzu. Nee, das auch nicht so wirklich. Das war nix. Higurashi muss ich leider rausnehmen. Jahi-sama wa Kujikenai werde ich auf jeden Fall angucken. Das hier könnte Geheimtipp sein.
Kanojo Mokanojo nehme ich nicht mit rein. Ich werde die erste Mal gucken, aber das ist jetzt nichts, was ich heiß erwartet habe. Das will ich dann nicht mit in dieselbe Liste nehmen. Kobayashi-san, zweite Staffel, werde ich auf jeden Fall gucken. Das war alles nichts, das war alles nichts. Das hier ist das, was mich grafisch interessiert hat. Das Nighthead 2041, wo ich fürs Optische mal reingucken will. Hamefula, zweite Staffel, werde ich auf jeden Fall gucken. Peach Boy Riverside hat mich der Trailer überzeugt. Da werde ich auf jeden Fall reingucken. Remain würde ich auch mit reinnehmen. Hat mich eigentlich auch recht überzeugt vom Trailer her. Sind wir bei 6. Machen wir mal hier die 6. Das war das gewesen. Bin ich mir nicht so sicher. Hier war Animation. Meh. Shiroi Tsunano Aquatope werde ich auf jeden Fall gucken von PL Works. Das sah sehr gut aus. Sonny Boy hat mich optisch sehr gereizt gehabt. Tante Wamo Shindelü werde ich auch auf jeden Fall gucken. Sind wir bei 9. Slime werde ich auf jeden Fall gucken. Sind wir bei 10. Hier bin ich mir nicht so sicher. Und Vanitas Mekarte werde ich gucken. Sind wir bei 11 Serien. 11 Serien. Und einige, wo ich das Gefühl habe, eine Folge kann man mal reinkauen. Reinschauen, weil's, weil mich das Setup interessiert oder weil es vom Artstyle her ganz interessant aussah oder man mal gucken will, wie ein bekanntes Franchise jetzt mit einer neuen Generation sich darstellt, wie bei Love Live Superstars und so weiter. Deswegen aber die eben genannten 11 oder aufgezählten 11, der Name, wo ich immer einen Finger gegeben habe, die werden es, denke ich mal, sein, die ich am ehesten verfolgen werde, die Season. Deswegen nicht die vollgepackteste Season und jetzt auch nicht so viele Mega-Knaller irgendwie oder irgendwas, was mich jetzt völlig von den Socken gehauen hätte. Aber vielleicht ergibt sich das erst im Laufe der Season dann, ja, nach und nach. Shiroi Tsunano Aquatope ist vielleicht so einer meiner, ja, Geheimtipps von PL Works, was atmosphärisch so wie auf mich zugeschneidert ist. Tante Wamo Shindelü scheint mir jetzt eins der größten Hype-Sachen zu haben von neuen Serien. Wenn man jetzt hier Slime rausnimmt, was hier auf Nummer 2 ist, Vanitas scheint auch relativ Hype zu sein, einigermaßen von denen, die es schon vorkannten. Was waren auf Nummer 3 gewesen? Kobayashi war auf Nummer 2, ist ja auch eine Fortsetzung. Kanjo Mokanjo, naja. Na gut, aber das ist so ungefähr dann das, was ich gucken werde. Das ist also die Übersicht über die Anime-Sommersaison 2021. Könnt gerne auch wieder in Kommentare oder im Discord, für alle, die vielleicht das hier dann im Discord kommentieren werden, wenn ich da hoffentlich dran denke, auch eine Verlinkung zu posten, sobald das Video online ist, können gerne dazu schreiben, was denn ihre heiß erwartetsten und ersehntesten, ich nicht mehr Deutsch sprechen können, Serien von der, ja, jetzt bereits begonnenen Sommersaison 2021 sind. Ja, so viel allerdings dann jetzt von meinerseits. Mehr habe ich dann, denke ich mal, nicht zu sagen. Eine etwas ruhigere Saison mit weniger Anime, die ich gucke oder die mich interessieren, auch generell eigentlich immer ganz gut, weil dann schaffe ich es vielleicht mal, falls ich doch nochmal irgendwie 2-3 Wochen Urlaub schaffe, reinzupacken, Ende Juli, Anfang August oder so, dass ich dann mal vielleicht stattdessen was aus dem Backlog aufholen werde oder so, mal gucken. Aber ja, ein paar Sachen hier sind trotzdem da, die zumindest so initial vielleicht ganz interessant sind, die mich vielleicht auch im späteren Nachhinein nach ein paar Folgen verlieren werden oder so. Das kann natürlich auch immer durchaus passieren. Aber mittlerweile fange ich ja schon gar nicht mehr Sachen an, bei denen ich glaube, dass das passieren könnte, wie Kanojo Mokanojo oder sowas. Aber na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war's mit meiner Anime-Season-Vorschau 2021. Ja, bin gespannt, wie ihr die Season so einschätzt. Deswegen kommentiert es gerne, so ihr wollt. Lasst einen Dislike da, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Zur nächsten Gelegenheit, wann und wie auch immer das sein mag. Und bis dahin sage ich wie immer, Matane. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.